Das ist jetzt alles mit Wurst und dieselbe Menge an Käse, eventuell noch doch noch mal ein, zwei Schweine geholt und geguckt, wie viel Geld bringt das? Ob das jemand schon gemacht hat? Ich weiß nicht. Ihr schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr jemanden kennt, der schon mal einen kompletten LKW randvoll hatte mit Kühlboxen, die gestrichen voll waren. Mit verarbeiteten Produkten, nicht mit Fleisch oder sowas, sondern einfach, das interessiert mich jetzt einfach mal wirklich. Weil dann mache ich mir einfach wirklich das jetzt zum Ziel, so viele Kühlboxen zu haben, dass ein kompletter LKW voll wird. Ja, mal schauen. Mal schauen. Seid gespannt, was rauskommt. So. Kommt mal zu, damit wir uns hier nicht die Hacken brechen oder Schienbein anschlagen. So, stellen wir mal dahin. Gut, ich glaube, es ist Zeit für mehr Kühe, wenn das Projekt starten soll. Also, gehen wir uns mal eine Kuh kaufen. Eier, wie sieht's da aus? Keinen neuen, nur Kacke. Die Kacke werde ich jetzt erstmal wieder nicht wegräumen, weil ich da auch wissen will, wie sich's verhält. Und wer es noch nicht kennt, hier hinten ist eine Abkürzung. Immer geradeaus. Im richtigen Winkel überschlagt ihr euch auch nicht. Aber hier auf jeden Fall Gas geben, sonst bleibt ihr mit dem, mit der Kackkarre. Ich mag die überhaupt nicht. Das Standardauto ist so geil. Also es lässt sich für diese Verhältnisse gut fahren. Aber das hier oder die anderen Autos alle, die ganz komisch. Ganz komisches Fahrverhalten. Und warum Pickup hier, der hier nur Frontantrieb hat, Heckantrieb wäre irgendwie sinniger. Naja. So. Eine Kuh. Ich habe jetzt so eine. Dann nehmen wir mal so eine. Oh. Kasse. Okay, Dankeschön. Hallo Kuh. Na du? So. Na du, du Kuh. Oh. E. E. Gut. Stehst du da gut drauf? Eigentlich würden die auch zwei nebeneinander passen, aber das machen sie nicht. Die wollen ja, dass man einen LKW kauft. So, Kuh, halt dich mal fest. Ja, Kopf. Oh. Ich sag doch, dieses Auto, das ist so schwammig. Der andere, der zieht hier durch ohne Probleme. Ist zwar ein bisschen langsamer, aber Geschwindigkeit ist relativ. Seht ihr, wie schnell ich wieder hier bin? So. Hopp. Anleihen. Ja, du rennst mir hier nicht weg. Komm mal rein. Komm rein. Jawohl. So. Gatter zu. Hier auf. Ja, du bleibst mal schön da, wo du bist. Ja, natürlich musst du jetzt da reinlaufen. Komm mit. So. Ableinen. Nee, du musst da jetzt nicht sein. Komm mit. Deswegen habe ich Schleusen. So. Gerade um Tiere einzuführen oder zu extrahieren. Darf man dich jetzt schon melken nachkaufen? Was ich nicht glaube. Habe ich nie getestet. Naja. So. Darf man dich melken? Die? Nein, du hast noch keine Milch. Alles gut. So, geh mal. Jo. Alles gut. Du hast also noch keine Milch. Ist ja in Ordnung. Eine Kuh. Das bringt nichts. Wir brauchen mehr Kühe. Wir brauchen eindeutig mehr Kühe. Aber müssen noch ein paar Mal los. Geld ist jetzt nicht das Problem. Boah, okay. Gut abgeschätzt. Vom Schweinefarmer zum Kuhhirten. Ui, das war elegant. Kackkarre. Kackkarre. Ich hasse dich. Ui, das ist auch neu. Ich hasse dich. Ja, kipp doch gleich nochmal um. Den Stein umschiffen und dann kommt man genau hier raus. Perfekt.
Ja, ich bin Arma 3 erprobt. Von daher, komisches Fahrverhalten oder Bugs sind mir nicht fremd. So, noch eine Kuh. Jetzt mal eine weiße. So. Kaufen. Ja. Ab da rein. I. Gucken, wie viel kauft man? Das ist jetzt die dritte. Ein so eine Kanne macht wie viel? Sieben. Sieben. Also sieben Kühe und dann beim nächsten Mal kaufe ich auch noch mal so zwei Kannen. Die sollten ja auch noch drauf passen. Oder sogar drei, vier? Oh, keine Ahnung. So, komm mal her. Kuh. Hey, nicht abhauen. So. Ja, das hier ist das Schlachtgerät. Meine Taucherflasche, weil ich tauche so gerne. Du bist immer hier, gell? Du wartest drauf, dass ich jetzt hier aufmache. Und dann rennst du da rein. Wie eben. Das ist so berechenbar. So, komm mal her. Nein, du jetzt nicht da rein. Nein, nein. Oh. Ach Mann. Ja, dann bleibt doch halt da drin. Hä? Dann geht doch alle mal da rein und guckt, was da los ist. Ja, geht doch alle da rein. Mögt ihr es so eng? So, und du wartest jetzt, dass du rauskommst, okay? Und du kommst wenigstens raus. Ist es da hinten jetzt langweilig oder habt ihr euch jetzt festgehängt, gehangen oder festgebackt? So, komm mal mit. Du musst nicht da rein. Okay, in Zukunft die Schleusen größer machen. Ja, komm raus. Die will gar nicht schon wieder da rein hier. Die. Klingt blöd, aber dumme Kuh. So. Drei. Ich kann ja natürlich auch von hier drüben mal einschleusen. Stelle ich eine hier rein, eine da rein. Und dann mache ich hier auf und dann laufen die da rein. Ja. Könnte funktionieren. Ich weiß es allerdings nicht. So. Bin ich in die verkehrte Richtung raus. Und essen. Ja, komm. Füllen wir mal auf. Oh, no. So viel Geld haben wir noch. Ach, 21 Dollar. Am Anfang viel Geld. So, sieben Stück. Dieses ganze Spiel muss ich jetzt. Wow. Noch ein paar Mal machen. Hoppa, hoppel, hoppel, hoppel. Und überschlag dich doch einfach nochmal. Ja. Ah, diese. Nein. Dieses Auto. Und ja, ich hab's eilig, deswegen überschlage ich mich. Ich könnte auch ein paar Mal einfach nur bremsen. Aber wozu? Ui. Wozu, wenn es Hausecken gibt, da bremst man schneller. Ja, fangen wir von vorne an. Noch so eine Kuh. Ja, von jeder Art 2. Noch kann man ja keine Kühe reproduzieren. Und ich hoffe, das lassen sie auch erstmal weg. Das ist mit den Schweinen, das ist noch nicht ganz ausgegoren. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Dass eventuell die Tragzeit länger ist oder irgendwas, dass man Zeit hat zu reagieren, weil das geht ja Schlag auf Schlag. Die Schweine reproduzieren sich wie die Karnickel. So, diesmal von hier einführen. Schau, komm her. Da komm. Ja, immer einfach auf. Komm rein. So. So. Auf. Und weiter. Gut. Zu. Ja, vielleicht so ein doppeltes, dreifache Schleuse. Ah, was weiß ich. Komm ich da noch hin? Ja, gut. Hey, was ist mit diesen Toren los? Wenn man die das erste Mal bedient, muss man direkt Pharma drücken. So, da. Wo rein? Meine Schwester will
Jeden Fall schon wieder abbüchsen. So. Ha, perfekt. Wo willst denn du hin? Zu. Motz nicht rum. Moment, wie viel haben wir? Eins, zwei, drei. Vier Stück. Also nur drei. Schaffe ich den Bogen? Jawohl. Kriegen wir hin. Mal gucken, ob wir es diesmal ohne Überschlag schaffen. Indem man einfach auch mal ein bisschen so. So. Nein, natürlich direkt hier. Also man muss eine gewisse. Uiuiui. Man muss eine direkte Geschwindigkeit haben. Aber hier vielleicht mal ohne Überschlag. Irgendwann mache ich einen Hattrick. Drei Überschläge am Stück. Hier muss man schneller sein, weil sonst bleibt man hängen. Vorderradantrieb, echt jetzt. Das ist so ein. Ich muss sogar schon mal mein anderes Auto holen, um den dann da raus zu boxen. Komm schon. Manchmal langt es auch, wenn man schnell ist und. Nein. Yeah. Habt ihr es gesehen? Manchmal langt es, wenn man schnell ist. Aber. Nein, nicht einsteigen. R. E, F und Gas geben. Ah. Die Karre springt so scheiße an. Ich muss echt das andere Auto holen. Mann, das ist nervig. Das ist der einzige Nachteil mit diesem Auto und dieser Abkürzung. Das Standardauto fährt da ohne Probleme. Vielleicht auch die anderen. Ich weiß es nicht. LKW könnte man mal probieren. Wenn ich mal einen habe. Oh Mann. Das ist echt nervig. Und wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt, so dekadent wie ich bin, einfach mal einen Anhänger. Falls es den hier gibt oder im Baumarkt, ich weiß es nicht. Jetzt guck mal, wie smooth der da runterfährt. Wupp. Wupp. Geil, oder? So. Jetzt einmal anditschen. Ein bisschen mit Anlauf. Und wenn ich jetzt beide da festpacke, das ist mir auch egal. Ey, echt. Funktioniert nicht, oder was? So, bumm. Gut, dass noch kein Schadensmodell existiert. Und wie sieht's aus? Darf ich jetzt fahren? Ja. Das ist so ein Mist. Kann man auf einen Anhänger auch ein Auto transportieren? Oh, ich muss mich beeilen, sonst macht der Laden zu. So. Und da haben sie auch Anhänger. Früher schon, aber ja heute. Nee, die gibt es wohl nur im Baumarkt. Macht nichts, dann gibt es nur eine Kuh. So, ich habe nur noch 22.000. Oh Gott, das Geld geht flöten. So, ach genau, und ich wollte ja noch Milchkannen. So. E drücken, um Tier zu transportieren. Sag mal. E. R, Auto umdrehen. Ja, das geht. Aber E. Ich hier aufmachen. E. E. Alter, ist das Auto jetzt kaputt? Jetzt geht's. Mann, Mann, Mann. So, Milchkannen. Eins, zwei. Vielleicht noch ein paar Eimer. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. So. Kasse. So, dich. Dahin. Dich. Oh Mann. Dahin, dich, dahin. Ah, das passt natürlich nicht. Hier geht. Ach, cool. Man kann es auf die Kanne stellen. Würde auch unheimlich sicher sein beim Fahren. Kann man vielleicht noch was auf die Kuh draufstellen? Geht auf der Kuh was? Nee, auf den Kopf. Auf den Kopf. Komm, auf den Kopf. Einmal auf den Kopf. Nein. Ah, ans Euter, direkt zum Melken. Schade, auch nicht.
Jetzt kann man da, boah, wenn ich den letzten Eimer nicht darunter kriege, kann man Eimer auf Eimer. Nee. Doch, da unten geht's. Okay. Haben die begrenzt, wie hoch man laden kann? Sieht mir fast so aus. Hier gehen sogar drei Eimer. Naja. Hoppel die Hoppel. Und zurück geht's ja noch einigermaßen mit dem Berg. Das war jetzt eine schöne Strecke. Also ein guter Eingang. Muss man merken. Oh, jetzt haben sich die ganzen Kühe hingelegt. Und wie sieht es mit dir aus? Wenn ich dich jetzt ablade, legst du dich hin zum Pennen? Nee, nee, komm du mal mit, nicht hinlegen. Ach Mann, nicht hinlegen. Komm. Bleibst halt mal eine Nacht lang wach. Komm. Aber mir verrinnt die Zeit, ihr Lieben, mir verrinnt die Zeit. Leg dich mal hin und schlaf. Oder bleibst du jetzt die Nacht über wach? Jo. Ich werde jetzt noch die Eimer unterbringen. Mal sehen, ob ich hier wieder. Na, wie heißt Schweine auch noch mal unterbringe? Ich weiß es noch nicht. Übrigens, das Gatter um die Windmühle ist deswegen, weil die Kühe laufen da drunter und bleiben stecken. Und dann verhungern die. Ja. Das war eine dumme Idee. Das machen wir anders. Ich bin hier nämlich falsch. Wir mal dahin. So, die ganzen Eimer da rein. Warum braucht man so viele Eimer, wenn man doch immer nur alleine Kühe melken kann? Tja, ganz einfach. Wenn ich loslege mit Melken, werde ich hingehen und unter jede Kuh so ein Ding hier setzen. Also so ein Eimer. Und die gemolken sind, gemelkt, gemolken sind, werde ich die Eimer wegnehmen. Und dann kann ich das unterscheiden. Also immer so viel Eimer haben, wie man Kühe hat. Und ich habe jetzt 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kühe, 5 Eimer, passt. Gut. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ganz kurz am Käse gucken. 51%, okay. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Der Livestream und das Video. Lasst mal ein Däumchen da. Vielleicht ein Abo. Vielleicht ein Follow. Vielleicht mal ein Kommentar. Oder eine Chatnachricht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.